Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr, der uns alle in die Freiheit gerufen hat, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, herzlich willkommen zur Sonntagsmesse hier aus der 12-Apostelkirche in Rastatt. Und dieses Lied, das wir zu Beginn gesungen haben, die Melodie stammt aus Israel. Das hört man, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie sie eben verläuft. Und das Volk Israel hat mit Gott die ganz zentrale Erfahrung gemacht, der Befreiung. Das ist das zentrale Fest im jüdischen Glauben, der Exodus, das Pessachfest, wo das Volk von Gott in die Freiheit geführt wird. Und diesen Freiheitsdrang, den hat uns Gott auch als Christinnen und Christen mitgegeben. Jesus, der uns befreien will von falschen Abhängigkeiten zur Welt, zu den Menschen, die uns unterdrücken und versklaven wollen, in die Freiheit der Nachfolge Christi. Und dass das auch eine Freiheit ist, sich Gott sozusagen zu unterwerfen. Das hört sich im ersten Moment ein bisschen paradox an, aber es ist genau das, was Christus sich von uns wünscht, dass wir ihm folgen, denn es ist der Weg, der zum Leben führt. Und so wollen wir ihn bitten, dass er uns vorangeht auf diesem Weg, dass er uns begleitet und stützt und unterstützt, wo wir selbst nicht weiterkommen und dass er uns mit seiner Gnade, mit seiner Hoffnung diesen Weg weist. Herr Jesus Christus, du bist der Gott, der die Menschen in die Freiheit ruft. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du zeigst uns den Weg, der zum Leben führt. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du zeigst uns, wie Nächstenliebe funktionieren kann. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der gute und der treue Gott, er erbarme sich unser. Er verzeihe uns unsere Fehler und unsere Schuld und er führe uns auf seinem Weg durch diese Zeit bis einmal in die Ewigkeit. Amen. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, durch die Erniedrigung deines Sohnes hast du die gefallene Menschheit wieder aufgerichtet und uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Erfülle uns mit Freude über die Erlösung und führe uns einmal zur ewigen Seligkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Sacharja. So spricht der Herr: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht ist er, und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel,
dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem er es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Mitchristen, es gibt so ein paar ältere christliche Begriffe, die, glaube ich, keinen allzu guten Stand haben oder keinen allzu guten Ruf in unserer modernen Gesellschaft. Solche Begriffe wie Gottesfurcht, Keuschheit, Vergebung. Sie scheinen alt und angestaubt zu sein und auch nicht unbedingt mit der Selbstverwirklichung vereinbar, die man von einem modernen Menschen erwartet oder wie sie die moderne Gesellschaft anstrebt. Jeder dieser Begriffe wäre sicher eine eigene Predigt wert, aber mir springt in den Texten heute ein anderer Begriff ins Auge, der in diese Reihe passen würde. Demut. Demut zu besitzen bedeutet zu wissen, dass es etwas gibt, das größer ist als ich und das auch zu akzeptieren. Aber gleichzeitig auch den Spielraum zu nutzen, den ich habe. Denn demütig zu sein bedeutet nicht, devot oder unterwürfig oder ohne Verantwortung zu sein, sondern ein demütiger Mensch, der weiß, was er kann und eben auch, was er nicht kann. Er weiß, dass nicht alles in seiner Macht steht, was aber auch entlastet, denn er hat auch nicht für alles die Verantwortung.
Richtig verstanden ist der Demütige wirklich frei. Das klingt auf den ersten Blick vielleicht paradox, weil Freiheit heutzutage oft gleichgesetzt wird mit völliger Unbestimmtheit und völliger Selbstbestimmung. Aber das ist eine Illusion. Völlig frei sind wir als Menschen nie. Wir sind bestimmt durch unsere Biologie, unsere Herkunft, die Gesellschaft, in der wir leben, die Gesetze, die in unserem Land gelten. Ja, natürlich sind wir jederzeit frei, diese Dinge auch in Frage zu stellen und uns eben nicht unter ihr Diktat zu beugen. Es könnte ja auch sein, dass man in einem Land lebt, dessen Gesetze ungerecht sind. Und dann kann es Freiheit sein, sich dagegen zu wehren. Aber grundsätzlich sind wir eingespannt in Verhältnismäßigkeiten und auch Abhängigkeiten. Und das zu erkennen, zu akzeptieren und in diesem Rahmen das Beste daraus zu machen, das ist Freiheit. Und so ist, glaube ich, auch dieser paradoxe Satz von Jesus zu verstehen. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch. Da denke ich im ersten Moment doch, der spinnt doch gerade eben, will er mir noch die Last abnehmen und im nächsten Moment bürdet er mir sofort ein neues Joch auf. Aber dieses Joch ist eben keines, das mich niederdrückt oder versklavt, sondern es ist eines, das mir Liebe aufbürdet, Liebe aufgibt, das mir die Aufgabe gibt, Gott, den Nächsten und mich selbst zu lieben. Das ist zugegebenermaßen nicht immer die allerleichteste Aufgabe. Aber es ist keine Aufgabe, die mich versklavt oder unterdrückt, sondern eine, die mir den nötigen inneren Freiraum geben soll. Denn derjenige, der uns diese Aufgabe gibt, das ist der Vater im Himmel, das ist Gott, der uns uneingeschränkt liebt. Ihm gegenüber demütig zu sein, Gott gegenüber Demut zu haben, bedeutet zu wissen, dass er unendlich viel größer, besser und vollkommener ist als ich. Aber Gott nutzt diese Überlegenheit nicht aus, um uns zu unterdrücken oder auszubeuten, wie es die Mächtigen dieser Erde viel zu oft tun, sondern er nutzt es, um mir den Weg zu zeigen, der letztendlich zur Freiheit führt. Den Weg, den der Sohn Gottes selbst gegangen ist und der ihn durch Leiden und Tod hindurch zur Freiheit gebracht hat. Zur Freiheit von aller Angst, selbst die Furcht vor dem Tod. Wenn Ihnen das alles jetzt zu theoretisch oder zu fromm klingt, dann zum Schluss ein Beispiel. Und ich nehme mich selbst als Beispiel, weil nur davon kann ich einigermaßen fundiert reden. Ich verstehe meine Entscheidung, Priester zu werden, genau unter diesem Aspekt. Ich habe mich für etwas entschieden, was nach Entscheidung von oder was nach der Meinung von vielen heutzutage äußerst unfrei ist. Ich darf nicht heiraten, ich darf keine Familie gründen, ich bin dem Bischof zum Gehorsam verpflichtet. Ich muss verfügbar sein, mich dorthin schicken lassen, wohin er mich eben schickt. Aber weil ich diese Entscheidung in Freiheit, in freier Entscheidung getroffen habe, aus freien Stücken, voller Demut vor Gottes Willen, den ich für mein Leben erkannt habe, deswegen macht mich diese Entscheidung erst richtig frei. Weil ich weiß, worauf ich stehe, worauf ich mich verlassen kann und weil ich weiß, was ich davon ausgehend eben tun kann und was nicht. Frei mein Leben zu gestalten und Jesu Ruf zu folgen, eben in den Bedingungen, die mir gegeben sind. Ja, richtig, das heißt nicht, dass ich alles kommentarlos hinnehmen muss, und das heißt nicht, dass ich mein Gehirn am Ausgang abgegeben hätte. Aber das heißt, meinen Platz zu kennen, demütig zu sein gegenüber dem, was ich nicht verändern kann, und frei zu sein, meine Energie und meinen Einsatz da einzubringen, wo es wirklich nötig ist. Amen. So wollen wir uns miteinander bekennen zu diesem Gott, der uns zur Freiheit gerufen hat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr Jesus Christus, du legst uns dein Joch der Nächstenliebe auf, damit wir für Gott und die Menschen da sind. Schenke den Mächtigen und Einflussreichen dieser Erde die nötige Demut, die sie erkennen lässt, dass sie dem Wohl der Menschen und dem Schutz der Erde verpflichtet sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke den Bischöfen und Verantwortungsträgern in der Kirche die nötige Demut, die sie dazu anleitet, immer neu nach dem Willen Gottes in dieser Welt zu fragen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke uns allen die nötige Demut, die uns hilft, unsere Grenzen und Abhängigkeiten zu akzeptieren und daraus neue Kraft und Freiheit zu schöpfen, unsere Aufgaben zu verwirklichen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Schenke allen Kranken und Leidenden die nützliche Demut, die sie unterscheiden lässt zwischen dem, was Illusionen sind und dem, was ihrer Lage wirklich abhilft, damit sie ihre Energie nicht in Vergebliches stecken. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr Jesus Christus, du bist gütig und von Herzen demütig. Und genau deshalb hast du die Angst durch die Liebe besiegt. Sei gepriesen mit dem Vater und dem Heiligen Geist, heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Amen. Lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott den
Herr, zu deiner Ehre begehen wir diese Feier. Sie befreie uns vom Bösen und helfe uns, Tag für Tag das neue Leben sichtbar zu machen, das wir von dir empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Retter und unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Erzbischof Stefan und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordensleuten, allen Männern und Frauen, Kindern und Jugendlichen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef,
mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle sind Kinder Gottes, gerufen in die Nachfolge von Jesus Christus. So lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten auch wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Fehler und Sünden, sondern schau auf den Glauben und die Hoffnung deiner Kirche und schenke uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und dieser Friede des Herrn, er sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Friede sei mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen, so spricht der Herr. Der Leib Christi. Amen.
sei am Tage wie zur Nacht, dein Name von dir groß gemacht. Er ist auf dessen Ruf wir in dies Leben kamen. Und was er lief und schuf, er nennt und kennt die Namen. Auf unserem Haupt ein jedes gezählt, er nimmt sein Bad. Auf unserem Haupt ein jedes Haar, er hat's gezählt, er nimmt sein Bad. Lasset uns beten. Herr, du hast uns mit reichen Gaben beschenkt. Lass uns in der Dankbarkeit verharren und einmal die Fülle des Heils erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Retter und unseren Herrn. Amen. Ich danke wieder allen, die vor und hinter der Kamera mitgewirkt haben bei dieser Sonntagsmesse, die wir auch übertragen auf YouTube. Und ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen und gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bitten wir Gott um seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Mutter Gottes Maria, des heiligen Josef und aller Apostel, segne, begleite und beschütze euch der treue Gott. Er, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Thank you.